Hallo zusammen, heute schauen wir uns das Spielevent für November, die Feierlichkeiten zum Schwarzen Herz von Skyrim an. Das Event Feierlichkeiten zum Schwarzen Herz von Skyrim beginnt am Donnerstag, den 17. November um 16 Uhr und läuft bis Dienstag, den 29. November um 16 Uhr. Wie bei jedem Event können wir uns auch diesmal Eventbelohnungen und Ereignisscheine verdienen. Um das Event zu starten, müssen wir die Einführungsquest Blutige Wiedervereinigung abschließen. Die Einführungsquest gibt es wieder kostenlos im Kronenshop, am Zelt der Impressaria oder von dem Dunkelelfen Mel Atris in der Nähe von Karadvacht. Während des Events können wir einmal pro Tag eine ruhmreiche Kiste mit Plündergut der Grauen Schar bekommen, wenn wir im Reich oder im westlichen Himmelsrand die erste tägliche Quest abgeschlossen haben oder nachdem wir die wöchentliche Quest für die Prüfung Kühnes Aegis abgeschlossen haben. Die ruhmreichen Kisten mit Plündergut der Grauen Schar können folgendes beinhalten: Schätze aus Himmelsrand von grüner, blauer oder violetter Qualität, Gegenstandssets aus der offenen Welt Himmelsrands von blauer oder violetter Qualität. Es besteht die Chance auf eines der folgenden: Stilmaterial für Handwerkssets aus Himmelsrand, Stilseiten für Handwerksstile aus Himmelsrand. Weiter besteht eine Chance auf folgendes: Schaurusei, boshafter Verdicker oder purpurner Nürnwurz, Schachtskarten für das westliche Himmelsrand oder das Reich, Baupläne für Einrichtungsgegenstände aus Himmelsrand, Stilseiten des Rüstungsstils des Saartalgelehrten oder des Rüstungsstils der Standfesten von Sovngarde. Wir können auch normale Kisten mit Plündergut der Grauen Schar erhalten, darin sind ähnliche Belohnungen von geringerer Seltenheit enthalten. Diese Kisten erhalten wir für das Abschließen weiterer täglicher Quests im Himmelsrand und im Reich oder wenn wir Anführer in Gewölben und der offenen Welt besiegen, Kramstürme bezwingen, Anführer aus den DLC verliesen aus Harrowstorm und Stonethorn, Kühnes Aegis und dem Grund des Watteschrank besiegen, Monster besiegen, Schatztruhen öffnen, Wertkassetten öffnen, anklickbare Gegenstände öffnen, Psychic-Portale ausbeuten, Diebesgut aufbrechen und Ressourcenvorkommen abernten. Die Kisten mit Plündergut der Grauen Schar können folgendes für uns enthalten: Schätze aus Himmelsrand von grüner oder blauer Qualität, Gegenstandssets aus der offenen Welt Himmelsrands von grüner oder blauer Qualität. Es besteht in diesen Kisten für uns die Chance auf Stilmaterial für Handwerkssets aus Himmelsrand, Schatzkarten oder Fundberichte für das westliche Himmelsrand oder das Reich, Stilseiten für Handwerksstile aus Himmelsrand. Es besteht weiter auch die Chance auf Schaurusei, boshafter Verdicker oder Purpurnürnwurz, Baupläne für Einrichtungsgegenstände aus Himmelsrand, Stilseiten des Rüstungsstils des Saartalgelehrten oder des Rüstungsstils der Standfesten von Sovngarde. Neben den Drops aus den Belohnungskisten können wir während des Events im Reich und im westlichen Himmelsrand auch zusätzliche Beute erhalten, wenn wir tägliche Quests im westlichen Himmelsrand und im Reich erledigen, für die wöchentliche Quest in Kühnes Aegis, für Kramstürme, für die Verliese aus den DLCs Harrowstorm und Stonethorn, das sind Eiskap, Unheiliges Grab, Castel Dorn und Steingarten, für das Besiegen von Anführern in der offenen Welt und in Gewölben im westlichen Himmelsrand und im Reich, für die Prüfung Kühnes Aegis, für die Arena Grund des Watteschran und aus Ressourcenvorkommen. Natürlich können wir uns während des Events auch Ereignisscheine verdienen. Es gibt pro Tag zwei Ereignisscheine für uns. Einen Ereignisschein gibt es für die erste tägliche Quest im westlichen Himmelsrand oder für die wöchentliche Quest in Kühnes Aegis.
Den zweiten Ereignisschein gibt es für die erste tägliche Quest im Raik. Insgesamt können wir uns während diesem Event 26 Ereignisscheine verdienen. Überprüft wie immer, bevor ihr die Quests erledigt, wie viele Ereignisscheine ihr habt. Das Maximum liegt bei 12 Scheinen. Jeder Ereignisschein, der über das Maximum hinausgehen würde, geht euch unwiderruflich verloren. Die Impressaria hat diesmal Folgendes für uns im Angebot. Alle drei Fragmente für die Seelenfeuer-Drachen-Illusion als Begleiter. Das sind geheiligtes Stundenglasbecken, illuminierte Drachenschriftrolle und Quatschweihrauch. Die ersten beiden Fragmente für das geheiligte Stundenglas von Alkosch. Das sind Glasbläserwerkzeuge mit Gravur, geheiligter Weißgoldgarn. Gebundene Stilseiten für den Monturstil des Saathal-Gelehrten, Gruppenreparaturmaterial der Impressaria und Gildenempfehlungen für Gefährten. Die Intrikhändlerin Neno Laure hat während des Events für uns Federn für den heranwachsenden Intrik, Rheinschnee-Intrikbären, Purpur-Intrikbären, den Frostlicht-Intrik als Begleiter, den Rosendorn-Intrik als Begleiter. Wenn euch das weitergeholfen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Viel Spaß im Spiel und viel Erfolg beim Event. Bleibt gesund, macht's gut, bis zum nächsten Mal.